PISA-Studie hat es und die Diskussion der Ergebnisse der PISA-Studie hat es geschafft, dass auf einmal die Bevölkerung, die breite Öffentlichkeit wirklich aufgewacht ist. Weil die PISA-Studie allen den Spiegel vorgehalten hat und so deutlich gemacht hat, dass wir erhebliche Schwächen in unserem Bildungssystem haben. Schwächen, die man nicht einfach weiter ignorieren kann, sondern wo gehandelt werden muss. PISA hat das deutsche Schulsystem in den Grundfesten erschüttert, weil es eigentlich mit zwei Selbstgewissheiten des deutschen Schulsystems gebrochen, aufgeräumt hat. Zum einen glaubten wir in Deutschland, dass unsere Schulen ein relativ hohes Leistungsniveau haben, insbesondere die Gymnasien, aber auch sonst glaubten wir, dass wir eigentlich unsere Schüler sehr gut ausbilden. Und zum Zweiten glaubten wir, dass wir in Deutschland eigentlich ein relativ gerechtes Schulsystem haben. Die PISA-Studie, die 2000 ja geführt wurde und 2001 erschien, hat Deutschland gezeigt, dass Deutschland keine demokratische Schule hat. Also sozusagen das wesentliche Merkmal für die Bundesrepublik war, dass man entdeckt hat, es gibt 25% sogenannter Risikoschüler. Darunter waren sogar 10% sogenannter funktionaler Analphabeten. So, und das war systemisch für die Bundesrepublik natürlich der große Schreck. Ein Industrieland, Exportweltmeister, hat plötzlich feststellen müssen, dass 25% seiner Schülerschaft in die Schule gehen und dort nicht das lernen, was sie brauchen fürs Leben, für die Wirtschaft, Bürger zu sein. Neu bei PISA war, dass eben nicht nur die Leistungsfähigkeit nicht so war, wie man es eigentlich erwartet hatte und erhofft hatte, sondern eben, dass auch diese sehr, sehr starke Abhängigkeit soziale Herkunft und Kompetenz deutlich wurde. Und eben, dass Kinder mit Migrationsgeschichte, dass die eben auch dermaßen deutliche Unterschiede zeigten. Hast du denn die Spitze vorne schon gefunden? 15-15, ja, das ist richtig. Die PISA-Studie hat dazu geführt und die Debatte über die Ergebnisse der PISA-Studie, dass es in Frage gestellt wurde. Dass es in Frage gestellt wurde, dass es ganz selbstverständlich und normal ist, dass Kinder aus bildungsferneren Familien oder aus ärmeren Familien, aus sogenannten sozial schwachen Familien, nicht praktisch die gleichen Bildungschancen erhalten, dass wir nicht die gleichen Bildungsmöglichkeiten haben, die gleichen Bildungserfolge haben, wie aus wirklich gut situierten Familien. Das ist durch die PISA-Studie in Frage gestellt worden. Das ist aufgebrochen worden, gerade durch den Vergleich mit anderen Ländern, wo Kinder eben auch mit einem anderen sozioökonomischen Hintergrund, mit einem schlechteren sozioökonomischen Hintergrund, trotzdem gute Bildungserfolge zeigten. Ja, wir haben ja in Deutschland ein mehrgliedriges Schulsystem. Das heißt, wir verteilen die Schüler schon relativ früh, in der Regel nach der 4. Klasse, auf verschiedene Schulformen, die ihrer Leistungen angeblich, sag ich mal, entsprechen. Das heißt, wir haben die Hauptschule, wir haben die Realschule, wir haben das Gymnasium. Das ist das deutsche dreigliedrige Schulsystem. Die sehr leistungsstarken Kinder gehen in der Regel zu einem Gymnasium, aber auch da hängt es sehr stark von dem sozialen Hintergrund der Familie ab. Wir haben also durchaus leistungsstarke Kinder, zum Beispiel aus Migrantenfamilien oder aus Arbeiterfamilien, die nicht zum Gymnasium gehen, sondern die eine Realschule besuchen. Die Realschule ist sozusagen die mittlere Form und dann gibt es noch die sogenannte Hauptschule. In die Hauptschule gehen zu einem ganz erheblichen Teil dann Kinder aus Migrantenfamilien oder aus Kinder, die einen schwierigen sozialökonomischen Hintergrund haben. Und deshalb haben wir aufgrund dieser
sogenannten drei Säulen in unserem Schulsystem eine ganz große Undurchlässigkeit. Und deshalb wird einfach aufgrund dieser drei Säulensysteme und der Tatsache, dass mit 10 Jahren Kinder einer dieser Säulen zugeordnet werden, eigentlich eine Festlegung des späteren Bildungsweges und damit auch der späteren Berufswege. Das sage ich noch einmal, ist einfach absurd und es entspricht auch nicht den menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Habe ich ja hier nochmal recherchiert. So, das war jetzt nur eine kurze Prüfung von 8. Also ihr müsst euch nochmal gegenseitig, nehmt nochmal das Vokabelheft und prüft nochmal 5 Stück. Ja? Also unsere Themen waren eigentlich, wie schaffen wir das, diese zum Teil wirklich gravierende und schreiende Ungerechtigkeit in den Griff zu bekommen und wie schaffen wir das, dass eben die Lehrerausbildung eine Qualität hat, die eben auf unterschiedliche Bedürfnisse von jungen Menschen eingehen kann. Klein, waschen, waschen. Also diese Zersplitterung der deutschen Schullandschaft spiegelt sich auch insbesondere in der Lehrerausbildung wieder. Das heißt, jedes Bundesland hatte seine eigene Lehrerausbildung, die teilweise auch von einem anderen Nachbarbundesland nicht anerkannt wurde. Das heißt, es war nicht einfach, von einem Bundesland als Lehrer in ein anderes zu wechseln. Das heißt, es gab eine sehr große Immobilität einfach, auch von Lehrern. Weil man hat in allen Bundesländern auch gesehen, wir müssen die Lehrerausbildung verändern, wir müssen etwas reformieren. Kritisiert wurde zum Beispiel, dass Lehrer zu schlecht Kinder diagnostizieren können. Wir haben ja dieses gegliederte Schulsystem, aber die Lehrer haben immer wieder falsch die Kinder sortiert, sag ich mal. Sie haben sie immer wieder auf den falschen Weg gebracht. Da hatte man gesagt, wir müssen die Lehrer befähigen, Kinder besser einschätzen zu können. So, jetzt überleg mal, wenn du jetzt von dem Satz ausgehst, ob du noch einen Fragesatz bilden könntest. Auch zusätzlich. Das war schon mal sehr gut, der erste Teil. Der nächste Schritt wäre, was wir jetzt machen, ist das Subjekt und das Prädikat. Ich habe zum einen den Vorschlag gemacht, dass wir unser Schulsystem so verändern müssen, dass die individuelle Förderung zum A und O in den Kindergärten, aber auch in den Schulen wird, dass sie also wirklich das Leitprinzip wird, die Leitidee in den Schulen, dass zum Zweiten wir unser Schulsystem zu einem Ganztagsschulsystem umbauen, weil ich damit auch die Hoffnung verband, dass dieses Prinzip der individuellen Förderung in einer Ganztagsschule besser umgesetzt werden kann. Einfach weil mehr Zeit zur Verfügung ist, aber weil auch durch den rhythmisierten Unterricht Kinder besser gefördert werden können. Als dritten Punkt hatte ich vorgeschlagen, dass wir Bildungsstandards einführen. Bis dahin gab es sogenannte Curricula. Für jede Schulform anders, für jedes Schuljahr, für jedes Fach anders und natürlich für jedes Bundesland anders. Ich habe vorgeschlagen, dass wir bundesweite Bildungsstandards schaffen und formulieren, um auch damit sicherzustellen, dass auf der einen Seite Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, aber auch Kinder sehr klar wissen, welche Kompetenzen sie zum Beispiel im Alter von 10 Jahren oder am Ende des 4. Schuljahrs oder am Ende des 7. Schuljahrs oder am Ende des 2. Schuljahrs wirklich beherrschen sollen. Damit hier wirklich Klarheit und Transparenz auch über Bildungskompetenzen besteht. Trotzdem, auch wenn Hilals Schwachpunkt die Vision Mathe ist, ist sie super gut in der Grammatik. Und sie hilft dann in der freien Zeit Senem und Sebastian. Und wir sind Teilnehmer des Modellversuchs Selbstverantwortliche Schule seit 5 Jahren. Und innerhalb dieses Modellversuchs hat die Schule eine ganz hohe Eigenständigkeit mit einer ganz hohen Verantwortung.
Ich denke, dass das sehr eng mit PISA zusammenhängt. Einfach die Erkenntnis, dass Schule, wenn sie eigenständig ist, möglicherweise wesentlich effektiver und produktiver sein kann. Ich würde gerne Hilal, weil die wirklich konsequent mit denen gearbeitet hat. Ist auf jeden Fall Bemerkung. Eine Bemerkung geben müssen wir in der nächsten Teamsitzung mal drüber sprechen. Wir haben einfach festgestellt, dass man eine moderne Schule nicht mehr als Einzelkämpfer betreiben kann, sondern dass es notwendig ist, dass die Lehrer sich in Teams zusammenschließen. Und diese Notwendigkeit haben wir dann auch umgesetzt in Handlung, sodass also die Lehrer als Arbeitsweise die Teamarbeit fest verankert haben. Diese Teams haben eine hohe Eigenständigkeit, eine hohe Verantwortung und hier beginnen und starten eine Vielzahl von Prozessen. Und wenn dieses Team von seiner Arbeit überzeugt ist, dann versucht es, diese Ideen auch anderen Teams auf der vertikalen Ebene dann zu vermitteln. Also wir waren gerade im Team 5 und haben uns angehört, was die in ihrem Team für Zielvereinbarungen haben. Die haben einmal Placement-Methode für LKS im nächsten Jahr und hatten aber eine ganz tolle andere Idee. Und zwar machen die mit ihren Schülern und Eltern Verträge. Also in unserer Schule treffen wir uns immer in einem Team. Wöchentlich haben wir Teamsitzungen, da wir uns schon ganz lange Gedanken machen, wie wir individuell fördern können unsere Schüler, weil viele Schüler Stärken und Schwächen haben. Da ist diese Idee von diesem Vertrag entstanden, dass wir vielleicht ganz konkret mit dem Schüler uns zusammensetzen und die Eltern, die nehmen wir natürlich noch dazu, damit die Sache auch so ein bisschen einen ernsten Charakter bekommt und einen solchen Vertrag aufsetzen, damit der Schüler wirklich ernst genommen wird in seinem Lernen. Du guckst dir das nochmal genau an, liest dir das nochmal durch, Entwicklungsgespräch mit dir, mit der Mama und mit mir, dass du jetzt Zeit bekommst bis zum 5.5.2011, das ist nach den Ferien, da hast du vielleicht in den Ferien noch mehr Zeit, noch mal ein bisschen zu lesen, okay? Und zugegebenermaßen waren die Teams sehr aufgeregt, als sie zum ersten Mal diese Lernverträge mit den Eltern abschlossen, aber auch die Eltern waren ausgesprochen erstaunt und im Nachhinein auch sehr zufrieden, dass sie plötzlich in das Lernen ihrer Kinder mit einbezogen worden sind. Und es war dann schon hier und da interessant, dass Kinder beispielsweise in ihrem Lernvertrag formuliert haben, dass sie gerne mit ihren Eltern mehr lesen möchten oder auch mehr am Wochenende unternehmen möchten, sodass also die Eltern auch hier in die Verträge mit eingebunden worden sind. Die Berufsorientierung spielt bei uns eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wir überzeugt sind, dass die Berufsorientierung einer der wesentlichsten Bausteine von Schule überhaupt sein kann. Organisatorisch sieht das so aus, dass unsere Schüler die Möglichkeit haben, ein Tagespraktikum durchzuführen, in der Regel in der Klasse 8. Das bedeutet, dass die Schüler einen ganzen Tag über in einem Betrieb sind, das möglichst über ein halbes Jahr. Die zweite Form besteht darin, dass Schüler vor allem in der Klasse 9 etwa 14 Tage vor bestimmten Ferien en bloc in einem Betrieb arbeiten. Und die dritte Form besteht darin, dass Schüler ein sogenanntes individuelles Praktikum durchführen können. Beispielsweise, wenn es um eine Ausbildungsstelle geht, dann der Chef sagt, ich brauche dich mal 3 oder 4 Tage, um feststellen zu können, ob du für diesen Betrieb geeignet bist. Du musst noch eine Ecke, oder? Würde ich sagen. Wir versuchen den Schülern über Praktika
hier die Möglichkeit zu geben, Einblick zu nehmen in die Arbeitswelt und in die Anforderungen unseres Berufsbildes. Ja. Und die entscheidende Sache dabei ist, dass der Schüler nicht unbedingt nur nach den Noten bewertet wird, sondern die entscheidende Frage für uns ist, können wir ihn motivieren, in diese Richtung zu gehen und seine eigene Leistungsfähigkeit zu begreifen? Ihr seid jetzt zum zweiten Mal im Tagespraktikum. Ihr wart gestern wieder im Tagespraktikum. Ich hätte gern von euch, dass ihr jetzt mal so einen Zwischenbericht aufschreibt, in Stichworten diskutiert. Durch dieses eben kooperative Lernen, selbstständiges Arbeiten, dass die Schüler zum Beispiel nachher, wenn sie in der 8. Klasse sind, im Berufspraktikum sicher auftreten, nachher den Praktikumsbericht, den jeder Schüler ja auch anfertigen muss, wenn er ein solches Praktikum absolviert, auch frei vortragen und den anderen Schülern mitteilen, was habe ich da eigentlich erlebt. Was PISA auch in die deutsche Debatte hereingebracht hat, war ja überhaupt die Idee, dass man Leistungen in gewisser Weise messen kann und auch vergleichen kann. Dagegen haben sich die Deutschen immer sehr lange gesträubt. Entweder haben sie bei diesen internationalen Vergleichen nicht mitgemacht oder aber es hat keiner sie zur Kenntnis genommen, weil man glaubte, das geht ohnehin nicht, Schülerleistungen zu messen sozusagen. Man spricht deshalb in Deutschland von dieser empirischen Wende. Das heißt, es ist mehr Empirie, einfach in die Bildungspolitik, in die Bildungsforschung, aber auch in den Diskurs hineingekommen. Also man schaut sehr, sehr stark auf Studien einfach. Man schaut, was sagt uns die Wissenschaft, was sagen uns Bildungsstudien. Ein Ergebnis der Debatte um die Ergebnisse der PISA-Studie und der ganzen auch Veränderungen in unserem Schulsystem, Ganztagsschulsystem, Bildungsstandards, dass wir auch eine Veränderung der Schulformen haben. Und die meisten aller Länder bewegen sich jetzt in Richtung eines sogenannten zweigliedrigen Schulsystems, sodass wir dann nur noch zwei Schulformen hätten. Das ist schon ein Fortschritt gegenüber den vielfältigen Schultypen, die wir in der Vergangenheit und teilweise jetzt immer noch haben und die Kinder eben ungeheuer selektieren und in immer kleinere Schubkästen dann eigentlich auch aufpacken. Alles, was dazu führt, dass man Kinder nicht mehr so früh selektiert, sondern ihnen mehr Möglichkeiten lässt, ist der richtige Weg und die meisten Länder gehen jetzt in diese Richtung.